Topfgucker TV empfiehlt. Hallo, ich möchte euch ganz recht herzlich hier begrüßen bei mir in der Kochschule hier in Sonthofen im schönen Oberallgäu. Ich habe heute etwas für euch vorbereitet, beziehungsweise wir möchten etwas gemeinsam kochen. Ich habe hier einen ganz frischen Allgäuer Bachsaibling, den werden wir dann backen im Kupermantel. Dazu gibt es eine frische Kräuterpesto. Des Weiteren haben wir dann noch ein Gemüse-Graubenrisotto und das werden wir dann etwas ausgarnieren mit wunderschönen Cocktailtomaten. Also wir beginnen mit dem Gericht und zwar als allererstes mit dem Graubenrisotto. Den habe ich hier erstmal abgewogen. Das sind ungefähr so 50 Gramm pro Person. Die gebe ich hier in ein Sieb und wasche das einfach aus. So lange, bis das Wasser richtig schön klar ist. So, okay. Das war's auch schon. Das haben wir hier. Setzen wir Wasser auf. Mit etwas Salz. Kommt hier rein. Wir können bereits jetzt schon den Graupen reingeben. Zu den Graupen haben wir noch eine gespickte Zwiebel. Die besteht aus einem Lorbeerblatt mit zwei Nelken. Die werden einfach so reingedrückt, dass es schön kompakt zusammen ist. Sobald es aufkocht, gehen wir runter und lassen es ganz leicht weiterköcheln. Dauert ungefähr circa 30 Minuten. Also es hat jetzt 30 Minuten gekocht und kippen das einfach hier hinein. Okay, so. Was wir jetzt nicht machen dürfen, wir dürfen es nicht mit Wasser abschütten, kalt machen, sondern lassen es einfach so, wie es ist, warm. Jetzt haben wir hier unsere kleine Schalotte. Wir nehmen das Wasser und schneiden jetzt erstmal feine Würfel. So. Das sollen wirklich ganz feine Würfel sein, also keine dickeren Brocken. Wir wollen ja was Schickes auf dem Teller hinterher haben. Und immer ist es so, wenn wir es was machen, geben wir uns richtig schön Mühe, dass wir ein tolles Ergebnis haben. Und tolle Sachen dann anschließend auf dem Teller dann liegen können auch. Geben ungefähr einen Esslöffel Olivenöl hinein. So. Und jetzt sind unsere Schalotten. Wir können auch ein kleines bisschen, ich habe hier noch etwas Knoblauch, ganz wenig nur, auch noch mit hineingeben. So ein kleiner Hauch. Okay, und jetzt löschen wir es nur noch ab. Ein klein bisschen Weißwein. Und nun kommen einfach unsere Graupen mit hinzu. So, okay. Jetzt gehen wir runter und lassen es ganz leicht weiter köcheln. Ja? Wer etwas bunter die Sache möchte, ich habe dann auch noch etwas Gemüse. Den können wir reingeben. Zwar habe ich das Sellerie, haben Karotten und Lauch. Und ich habe hier noch einen braunen Champignon, dass es einfach ein bisschen mehr Farbe kommt und dass es vom Geschmack einfach besser rüberkommt, die ganze Geschichte. So. Ich werde das Gemüse extra ein bisschen anschwitzen. Ich mache es aus diesem Grund, dass es schön knackig bleibt und die Farbe einfach mehr erhalten ist. Ja, also es ist immer wichtig, dass man, wenn wir dann kochen mit Gemüse, dass es einfach die Farbe, die Frische erhalten ist, dass das Gemüse nicht verkocht. Und wenn ich das jetzt bereits jetzt hinzugeben würde, ist es einfach dann verkocht und platt in der Farbe. Und deswegen bereite ich das jetzt einfach so vor, dass wir das hier schön knackig und in dem Fall auch schön in der Farbe intensiv anschließend auf Teller haben. So, jetzt habe ich noch für euch noch einen ganz kleinen Trick, und zwar, wenn wir den Lauch schneiden, dann brauchen wir jetzt extra alles so schön in Streifen runterschneiden und dann so gegenschneiden. Wir gehen einfach her, nehmen hier so ein kleines Office-Messer, gehen rein und schneiden einfach von da hinten, beziehungsweise mittig nach hinten einfach so durch. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir her und können dann einfach hier so runterschneiden. Da haben wir dann einige Arbeitsschritte uns einfach dann erspart. Dann geht einfach um einiges schneller und wir haben auch ein gutes Ergebnis. So. So, pass auf. Jetzt habe ich jetzt das auseinander gelegt. Wir werden jetzt einfach am Anfang hier den Sellerie und die Karotten erstmal alleine anschwitzen. Dazu nehmen wir ein kleines bisschen Butter. Für den Geschmack her. So, das tue ich mal weg. Ne? So, jetzt würden wir es einfach ein bisschen anschwitzen.
Und das jetzt geben wir dann unser Lauch mit hinzu. Dann erhalten wir hinterher wunderschöne Farbe, Geschmack für unseren Risotto. Ja, das sieht schon richtig schön frisch wie der Frühling aus. Ne? Das ist eine leckere Geschichte. Wir bereiten jetzt das Kräuterpesto zu, und zwar für eine Pesto, ganz klassische Geschichte, haben wir hier Pinienkerne. Wir können auch ausweichen, können das eigentlich auf andere Art und Weise zubereiten. Und zwar, wenn wir die anstatt Pinienkerne einfach dann entweder dann Walnüsse nehmen, geschälte, oder Mandeln. Ja? Wenn die Farbe euch angenehm ist, wenn es ja gleich Bräunung, gleich heraus dann auf so einen kleinen Teller. Weil die Pfanne hat so viel Hitze, da zieht es nach, kann verbrennen, das wäre schade, nur unsere Pinienkerne. Ja? Das reicht so. Das geben wir her und ich tue es einfach nur. Das lassen wir jetzt ein bisschen auskühlen, weil wir brauchen jetzt als unser Pesto natürlich Parmesan. Wenn ich diesen Parmesan jetzt einfach hinzugeben würde, wird es schmelzen bei der Temperatur. Und da hätten wir ein ganz kleines Problem. Probleme brauchen wir ja keine. Ich reibe jetzt einfach etwas Parmesan hier runter. Haben wir hier drin. So. Hier habe ich dann in dem Fall Kresse. Und ich habe auch gleich noch ein bisschen Estragon mit hinbei. So, wir haben hier Basilikum. Das wäre das jetzt, wenn wir nur Basilikum nehmen, wäre das einfach Genoese. Diese Kräuter, die großen, tun wir ganz kurz etwas klein schneiden. Ja, das muss nicht ganz klein sein. Einfach so hinein. Des Weiteren habe ich hier einen frischen Bärlauch. Hier aus Sonthofen. Das allergleiche wieder. Schneiden wir nochmal klein. So. Was immer noch auch ganz lecker ist bei einer Pesto, etwas frische Minze. Die Minze gibt einfach diese Frische und diesen Kick dann, ja. Auch die schneiden wir etwas klein und geben sie ebenfalls mit hinein. Und zum Schluss noch einen Schnittlauch. So. So, okay. Alles hier hinein. Was man noch machen kann, wenn ich jetzt keinen Bärlauch habe, kann ich etwas, ganz wenig Knoblauch mit hinzugeben. Aber nicht, dass wir zu knoblauchlastig werden, weil wir haben einen zarten Fisch, den Saibling, und dann würden wir den ganzen irgendwie ein bisschen runterziehen und ein bisschen, ja, beschweren mit Knoblauch, und das muss nicht so sein. Was ich noch habe, ich habe hier frischen Oregano, da können wir auch noch ein paar Blättchen rein mit zupfen. So, jetzt haben wir da jede Menge leckere Geschichten drin. So, okay. Wir geben den Parmesan mit hinzu. Ein wenig Pfeffermühle, ein paar Umdrehungen. So, und etwas Salz aus der Mühle. Nicht zu viel, weil wir haben ja unseren Parmesan, und der ist schon etwas salzlastig. Nicht, dass das dann zu stark überhand nehmen sollte. Wir haben dann nochmals für Frische einen kleinen Spritzer weißer Balsamico. Ja, die sind fast kalt, das ist okay. Die geben wir jetzt einfach mit hinzu. So, und jetzt geben wir einfach Olivenöl mit hinzu. Nur ganz kurz an. Mixen, nicht andauernd laufen lassen, weil die Umdrehungen so hoch sind, sonst wird die ganze Masse bitter und verbrennt dann. Noch ein bisschen Olivenöl. Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen mit Pesto dekorieren möchten, ein bisschen ziehen möchten, also wir gehen her und machen ein kleines bisschen was dran. So, das sieht schon sehr lecker aus. Ja. Das ist super. So, haben wir unser Pesto. Wir haben jetzt hier Olivenöl, geben wir hier rein. Einen guten Esslöffel. Jetzt kommen die Kirschtomaten hinein. Und ich habe hier noch eine Knoblauchzehe. Die tue ich jetzt einfach so im Ganzen rein. Beziehungsweise ich habe sie halbiert, die halbe. So, dazu nehmen wir noch etwas Pfeffermühle. Zwei kleine Umdrehungen. So. Und etwas Salz. Was immer noch ganz lecker dazu schmeckt, haben wir hier einen frischen Rosmarin. Den geben wir auch noch mit hinzu. Und eine Prise
Zucker. Zucker nehme generell grundsätzlich immer für Tomaten. So. Um der ganzen Sache noch einen kleinen Tick zu geben, nochmals für Frische habe ich hier etwas Balsamico. Lösche hier etwas ab. Das tun wir jetzt in den Ofen. 165 Grad. 4 bis 5 Minuten. Ich mache jetzt erstmal auf 4, damit wir gucken, wie weit es ist. Dann können wir noch eine Minute gut zugeben, dass wir auf der sicheren Seite sind. Die sollen ganz leicht anplatzen. Da sind sie genau richtig. Und die sind richtig schön lecker, schmecken dann. Haufen Knoblauch, Balsamico, Salz, Pfeffermühle, Traum. Jetzt schauen wir mal, was die Tomaten machen. Seht ihr, das ist ganz leicht angeplatzt. Perfekt gemacht. Okay. So, jetzt kommen wir zu unserem Bach-Saibling. So, den werden wir jetzt einfach schön filetieren. Zum Filetieren heben wir hier die Bauchflosse an, gehen wir messen unter durch mit dem Messer, schneiden einfach zum Kopf hin durch. Hier unten auch, dass es hier schön frei liegt. Jetzt drehen wir das Messer, jetzt legen wir die Hand schön oben drauf und gehen einfach über das Rückgrat schön nach hinten durch. So, das ist mal das nächste. Einfach rum. Nach vorne durch. Und immer schön übers Rückgrat fahren. So, hier die Bauchkräten, ein Teil davon. Auch hier gehen wir rein und tun das Messer ganz leicht nach oben neigen, dass wir relativ wenig Fleisch wegkriegen. Hier unten, das müssen wir ganz wegschneiden. Das gleiche passiert auch hier. Da haben wir schon relativ viel von den Bauchkräten ausgelöst. Hier sind noch welche drin. Auch die kommen jetzt weg. Hier haben wir noch eine. Hier unten dieses Fett schneiden wir weg. Genauso wie hier oben. Da müssen wir ganz entlang fahren. Sonst können wir den nicht häuten. Enthäuten. So. So, und jetzt zum. Jetzt haben wir noch natürlich die Haut. Die werden wir jetzt beim Saibling. Man kann sie dran lassen, aber ich werde sie ablösen. Wir gehen hier einfach so circa 2 cm vom Schwanzende, schneiden wir durch das Fleisch durch, bis wir auf der Haut sind. Und dann gehen wir gleich nach vorne. Jetzt können wir es hinten schön falten. Und jetzt lassen wir das Filet schön immer auf dem Brett. Manche gehen natürlich immer so hoch und versuchen, die rumzuscheren. Einfach unten lassen und dann einfach nach vorne durchziehen. Und da haben wir das zweite. Das gleiche. So. Haben wir ein wunderschönes Filet. Ja? Also wir nutzen jetzt nur ein Filet und es kürze ich noch ein bisschen, dass wir es schön arrangieren können auf unserem Teller, dass wir es optisch schön rüberbekommen, die ganze Geschichte. Ich werde es hier einmal teilen und einmal so. Ja? Jetzt haben wir hier zwei schöne Filets. Die werden wir nehmen. Wir gehen her und würzen sie ein wenig. Mit Zitronensaft. So, ja. Verwenden wir jetzt noch etwas Salz, aber sparsames Salz. Nicht zu viel. So. Und etwas Pfeffermühle. So. So, dann. Jetzt haben wir noch hier einen Kopier. Der Kopper. Er hat ja schon mal Salz, deswegen habe ich etwas weniger Salz hier benutzt. Wir nehmen einfach jetzt dort hier, in dem Fall, ein Basilikumblättchen dann für drauf. Ja? Einfach das tun wir hier so drauf drücken, rechts und links. Ja? Und in dem Fall kommt jetzt hier noch. Der Kopper mit hinzu. Also Kopper, das ist ein geräucherter Schweinebauch, ein roher, der kommt aus Südtirol, schön durchwachsen, kräftig im Geschmack und man sollte den immer sehr, sehr dünn schneiden lassen, weil dann, erst dann kommt das Aroma richtig rüber, also nicht diese dicken Dinger, die sind absolut zäh, aber dünn geschnitten ist es ein ganz, ganz tolles Produkt. Wir haben jetzt hier unsere leckere Geschichte mit Gemüse, was wir noch ein bisschen zugeben. So, das ist schön knackig.
Wichtig, Risotto immer Parmesan. Parmesan wird ganz zum Schluss mit hinzugegeben und kalte Butterstücke. Ja? Nicht zu früh reingeben. Der Risotto sollte dann nicht mehr kochen, denn. So, das sieht ja schon mal herrlich aus. Diese grüne Farbe. Flüssigkeit sollte nicht zu viel drin bleiben. Wir geben noch her etwas, jetzt gleich schon etwas Pfeffermühl mit hinzu. So, wir geben jetzt hier nur noch unsere Butter mit hinzu. In dem Fall den Parmesan. Die Butter bindet dann noch die restliche Flüssigkeit und das Ganze wird einfach vom Aroma schön rund, voll und lecker. Also jetzt braten wir unseren Bachsaibling ab und zwar, ich habe hier ein bisschen Butterschmalz, das verträgt hohe Temperaturen, das hat schon etwas hohe Temperaturen, ich gehe mal einen Augenblick runter. So, jetzt nehmen wir unseren Bachsaibling, nicht zu lange wehen, ganz kurz, und jetzt braten wir das einfach hier zuerst immer mit der Speckscheibe, Kupferspeckscheibe unten an. Der Bachsaibling ist ein ganz zarter Fisch, der braucht nicht lange. Nicht wenden, nochmal wenden, nochmal wenden, bis er auseinanderfällt, kurz und zart. Zum Anrichten nehmen wir jetzt unser Graupenrisotto und geben es mittig auf unseren Teller. Jetzt sieht man richtig die schöne, kräftige Farbe noch vom Gemüse. Die bleibt halt deswegen bestehen, weil wir es erst später hinzugegeben haben. Ja? Wir haben jetzt eine große, relativ große Portion. Kurz hier drauf. Das geben wir hier unsere zwei Filets hin drauf. Schön oben angerichtet. Jetzt kommt unser Pesto noch mit ins Spiel. Das bedeutet, weniger ist mehr. So, jetzt haben wir noch unsere kleine Cocktail-Tomaten, was wir angerichtet hatten. Links, so und eine hier oben. Ups, als Krönung. Jetzt habe ich hier noch mal was, im Vorfeld schon etwas gemacht. Das ist ein Parmesan-Chip. Moment. Ja, so hinzu. Mit einem Kräuterstreuschen. So. Da wünsche ich Ihnen ganz recht herzlichen Appetit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, euch hier bei mir begrüßen zu dürfen zu unserem 5-Tage-Kurs, wo wir dann alle richtig schön zusammenarbeiten und Spaß haben. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de